damit herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play. Würde ich jetzt normalerweise sagen, aber es ist ja irgendwie doch ein bisschen verwirrend. Erstens, ich weiß nicht genau, wann dieses Let's Play rauskommen wird. Viele werden es mitbekommen haben, oder einige auch nicht. Mein Kanal ist ja momentan brachgelegt, komplett, da läuft gar nichts mehr, weil ich in Österreich wohne ein halbes Jahr jetzt und momentan kein Internet habe. Gar kein Internet. Alles, was ich an Internet besitze, ist auf meinem Handy und da, mäßig, weißt du wie? Ja. Darum habe ich jetzt angefangen, irgendwelche Spiele offline zu spielen. Das heißt, dieses Spiel, was ich gerade spiele, ist auch offline. Also da habe ich keinen Mehrspielermodus. Und wir hatten ja mal gesagt, dass wir dieses Let's Play mal zu Ende bringen wollen. Ich hatte es ja mal abgebrochen zwischendrin, weil mir die Festplatte abgeschmiert ist und da der Spielstand kaputt gegangen ist. Ich habe die Hauptmission jetzt auf 50% hochgebracht. Hier an dieser Stelle haben wir damals ungefähr das Spiel beendet. Und jetzt, legen wir einfach los. Für alle, die damals nicht mehr dabei waren. Wir haben alle unsere Freunde verloren, alle sind tot. Nur noch Bonnie und AD sind noch geblieben. Und wir sind jetzt hier gerade dabei, unseren Erzfeind Rogers auszuschalten. Und haben uns dazu eine Diplomatenuniform besorgt, die wir gerade einem freundlichen Herrn abgenommen haben. Naja. Ich werde einfach ein bisschen aufnehmen und werde das komplett zu Ende spielen, das Let's Play, wahrscheinlich ohne, dass es veröffentlicht werde. Bitte verzeiht mir meine Verspätung. Ich bin Ruggiero Ferraro. Hi, Mr. Ferraro. Kein Problem. Ja. Ich werde das Let's Play komplett zu Ende aufnehmen, das heißt, es wird da auch kein... mach mal das und das geben leider. Hier das Let's Play komplett aufnehmen. Und dann werde ich, wenn ich wieder in Deutschland sein sollte, oder wenn ich hier Internet bekommen sollte, werde ich das Let's Play hochladen. Trotzdem in Folgenfäppchen, aber dann halt in einem Stück. Einen Toast auf meine kurze Zeit als Gouverneur der Bahamas. Denn unter meiner Führung haben stolze 300 Piraten das Generalpardon akzeptiert und der Krone die Treue geschworen. Und doch, trotz all meiner Erfolge beliebt seine Majestät mit zu entlassen. So, dann wollen wir da den Rot. Ich habe lange nicht mehr aufgenommen jetzt, also eine, ich glaube 2 Wochen nicht mehr. Bravo. Wollen wir schauen, dass wir das hier mit Gerede auch ohnehin bekommen. Darum, hurra! Hurra! Auf jetzt weg. Ehrlosen und ignoranten Schnösel, die mit einem Stock ich immer sage, guten Tag. Als echt jetzt. Ach komm schon, der ist tot. Ich renne einfach weg. Ich habe ihn einfach umgebracht. Was ist denn so schwer daran? Es ging doch nur darum, ihn umzubringen. Aber nein, nein, natürlich nicht. Oh. Wenigstens weiß ich jetzt, wie ich es mache. Bedauern, Captain Rogers. Lass dir Unerledigtes zurück. Ja, dass ich die Instandsetzung von Nassau aus eigener Tasche zahle. Ich glaube, der Captain Rogers... Ich würde ihm mal zuhören. Ich glaube nämlich, der zeigt... Das war jetzt ein Fehler von mir, ich weiß. Ich glaube, der zeigt jetzt gerade sein wahres Gesicht. Ich habe mitbekommen. Er hat immer so auf Schnöse getan, auf, oh ja, ich bin der Beste. Ich bin... Man erzählt sich, Rogers, dass ihr euch mit diesem Spanier angefreundet habt. Laureano Torres. Ist das wahr? Ist es. Und ich bin stolz darauf. Torres war ein Gouverneur wie ich. Und wie ich hat er voller Hingabe für Gerechtigkeit gesorgt. Ich will mal hören, was der noch so sagt. Ihr seid Mr. Ferraro, oder nicht? Ich bewundere eure Gewänder, diese Eleganz und Farbe. Grazie, grazie. Ich kann ja dasselbe von euch sagen. Sehr hübsch, wirklich. Und wie geht es, Mrs. Rogers, heute? Ich habe nicht die geringste Ahnung und ich habe sicher nicht vor, sie danach zu fragen. Wir trennten uns vor beinahe 5 Jahren und das war für uns beide wohl das Beste. Bitte verzeiht meine Neugier, Governor. Vielleicht bin ich später freundlicher, wenn sich mein Verstand verabschiedet hat. Ach, der Herr ist betrunken. Oh. Interessant, okay. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Du warst selbst ein Freibeuter.
Warum hast du so wenig Respekt vor Männern, die nur ihren eigenen Weg gehen wollen? Du wirst meine Gründe niemals verstehen können, Cretin. Du, der du im Leben immer nur zerstört hast, was unsere Zivilisation groß macht. Ich kann es verstehen. Ich sah das Observatorium und kenne seine Macht. Du würdest damit doch nur spionieren, erpressen und sabotieren. Ja. Und alles für einen höheren Zweck. Für die Gerechtigkeit. Um Lügen zu ersticken und Wahrheit zu suchen. Kein Mensch auf Erden braucht eine solche Macht. Und doch erträgst du es, dass Roberts es nutzt. Nein. Ich hole es zurück. Und wenn du mir sagst, wo er ist, halte ich ihn auf. Hier, am Ende der Klinge, finde ich doch noch einen Freund in dir. Principe, verrückter Hund. Unsere Quellen sagen, Principe. Von uns? Dieser Mann da! Der Italiener! Der war's! Italiener? Ich bin da kein Italiener. Ich bin Albaner. Interessant muss ich sagen, dass der Rogers am Ende doch noch mit uns doch noch leiden konnte. Ja, stimmt mich nicht, freut mich. Ich muss sagen, der Rogers war auch immer, der war wirklich immer der Humanste von allen. Er ist ein Arschloch und verfolgt genau dieselben Ziele wie Templer halt. Also, ja, er ist halt ein Arschloch. Aber er war immer der freundlichste Arschloch von allen. So. Raus aus dem Drecksgebiet hier. Und ich frage mich gerade, der hat auf jeden Fall vom Rogers den Blutstropfen. Das heißt höchstwahrscheinlich... Erledigt. Wohin jetzt? Pack deine 7 Sachen, wir segeln nach Afrika. Rogers von einer Bank austrübt, ist auch eine geile Option. Wir werden eine Menge Geld sammeln müssen zwischendrin mal. Ich guck mal hier, was der jetzt gerade hat. Der Maroon-Assassine. Wie der Zufall will, brauche ich jemanden, der ein paar meiner Freunde befreit. Sklaven, meint ihr? Brüder. Krieger. Die Hoffnung der Maroon. Klingt nicht, als würde es mich was angehen. Ich möchte nur, dass ihr euch unter eure Landsleute mischt. Sucht Hinweise, wo man meine Freunde festhält. Fein. Ich sehe, was ich tun kann. Das ist natürlich jetzt ein bisschen abseits. Also, wir sind ja mittlerweile in der Story schon ein bisschen fortschrittlicher im Gang, in den Gedankengängen. Wir sind schon etwas humaner, wir sind nicht mehr so auf Geld aus. Und diese Mission, diese Assassinen-Mission, beziehen sich auf den Anfang noch. Das habe ich jetzt alles noch nicht gemacht. Ich habe halt wirklich nur die Story durchgespielt. Deswegen klingt ja da immer so ab, so rupp noch. Oh cool, das wusste ich gar nicht, dass es geht. Naja, wir segeln jetzt nach Afrika. Und was mich halt interessiert, also er hat von Roberts auf jeden Fall den Blutstropfen. Das heißt, das Gespräch an sich könnte er mitbekommen haben. Aber hat er von uns Blut? Wenn er schlau ist, hat er uns hier ins Gefängnis gebracht. Wenn er schlau ist, hat er sich, als er uns ins Gefängnis gebracht hat, von uns Blut genommen. Ich glaube, er ist schlau. Und wir segeln dann mal jetzt nach Principe. Da waren wir ja schon mal. Das heißt, wir kommen da nochmal zurück. Das heißt, wir können auch die ganzen Quests da machen. Das ist sehr schön. Ich habe da nämlich alles übersprungen und habe gedacht, okay, kommst halt nicht mehr hin, ist egal. Aber wenn wir da nochmal jetzt hinkommen, dann können wir ja gleich alles wegmachen da. Das ist sehr, sehr gut. Ich suche Principe. Da. Principe kann ich doch sicher schnell reisen, oder? Warum kann ich da... Kann ich da nicht schnell reisen? Nö, kann ich nicht.
Da kann ich schnell reisen, muss man sagen. Ja, es ist ein sehr seltsames Gefühl, in einem Zimmer zu sitzen in Österreich. Um mich herum sind die Füße ins Schnee ohne Ende und wieder meinem gewohnten Hobby nachzugehen oder nachgehen zu können. Das gefällt mir sehr. Und ich werde mir wahrscheinlich noch andere Dinge einfallen lassen, die ich jetzt playe oder so. Oder das dann später eventuell veröffentliche. Weil ich einfach das Let's Play nicht aufhören möchte in dem halben Jahr. Vielleicht kriege ich ja doch noch Internet hier. Also momentan ist das WLAN halt so schwach, dass der PC es nicht erreicht und mein Treiber von meinem WLAN-Sixchen nicht aktualisiert. Da muss ich erst mit dem Chef ein wenig was machen. Der hat schon gesagt, dass er mir da versucht zu helfen. Finde ich sehr gut, aber momentan halt nicht. Es ist momentan, ich kann das immer sagen. Der, heute ist der. Ja, 22. Dezember. Das heißt, es ist kurz vor Weihnachten. Zwei Tage vor Weihnachten. Ja, morgen habe ich frei. Ich denke mal, morgen werde ich schon eine ganze Ecke aufnehmen hier. Ich habe wahrscheinlich auch große, große... Sind die böse? Nö, und die haben... Was haben die für eine Größe? Ach, ich hätte mir die holen, ne? So, go, go, go. Feuer! Ja, wow. Feindliches Feuer! Wir ärgern! Feuer! Also, ich habe auch das Schiff noch nicht allzu stark aufgerüstet. Es sollte ungefähr auf dem Stand sein, wie wir es hatten. Alter, was ist denn jetzt los? Das heißt, wir hätten hier schon... Norsa. Da bin ich mir nicht sicher, ob wir den Norsa schon besetzen. Auf jeden Fall habe ich, Feindliches Feuer! Ich glaube, Mörser Stufe 3 oder so, ich bin mir nicht sicher. Gegner feuert! Wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen was zu tun hier in dem Spielstand. Gefällt mir aber langsam was zu tun. Also, lass mal. Rahm und Maßregel setzen, oder? Ein gut platzierter Schuss! Damit jeden fetten Stoff in den Weg! Achtung! Vorsicht! Wir prallen zusammen! So, da holen wir uns den Hammer. Also, ich weiß ja, wie wir es ungefähr an der Stelle aufgehört hatten, wo Bonnie... wo Mary gestorben ist, wir Ade als Steuermann verloren haben und dann halt mit Bonnie ich kann das auch mal schon eine Stunde war. Ansonsten werde ich danach werde ich im nächsten im Spiel dann einfach mal sagen, ne, dann passt alles gut. Ja, Hallöchen! Sie ist gleich mit einer Waffe und rum. Wir sehen auch, wenn ich da momentan im Ezio-Kostüm bin, ziemlich geil, weil es macht es einen so ein bisschen besonders als Kapitän, muss man sagen, wenn man so, so weiß, die meisten rennen da so in Schwarz rum und wir rennen so in Weiß rum, es macht auf jeden Fall schon ein bisschen Gaudi, finde ich. Ich wollte gerade sagen, wenn euch das gefällt, dann könnt ihr ja zum Kommentar schreiben, aber wenn ich das Let's Play dann zu Ende aufnehme, dann eher weniger, ne? Muss ich annehmen? Oh mein Gott, ich habe so viele Kampfstoffe. Feuer! Mach noch dein Zeichen, Captain! Feuer! Die sind nicht allein, Sir! Oh mein Gott, das ist eine Level 1 gegangen. Ich nicht mehr sterbe heute. Bonnie, mach doch mal ruhig. Hat dich erwähnt, dass ich rote Haare mag? So, wollen wir doch mal gucken. Da so viel Sprengstoff überliegt. Achso, das ist glaube ich ein Voreingang, dann könnte ich es verstehen. Ihr seht, ich habe auch wieder klassisch meine schwarzen Segel geholt, die hole ich mir immer. Wir werden auf Feuer! Bereit zu schießen, Captain!
So. Dann können wir ja mal gucken, ob ich ihm jetzt gleich ein bisschen was kaufen kann. Gleich angefangen mit Drohnen vertöten. Ich würde sagen, meine Spielskills im Vergleich zum dem Zeitpunkt, als wir das aufgenommen hatten. Ach komm schon. Sind erheblich gestiegen. Ich nehme nutze auch Schiffe zum Beispiel, so Waffen und so. Also das ist schon ein bisschen, also habe ich schon ein bisschen was dazugelernt. Haben wir so gut. Ist auch eigentlich noch nie passiert, dass ich im Kampf gegen den Jupp wurde seitdem. Ja, so spricht dann nicht. Aua. Sagt er, wurde von Dings getroffen. Ich bin's. Das ist der Typ da oben. Ja, das ist der Fall. Manchmal kannst du auch Schiffen Leute aufheben und auch Munition einsammeln. Manchmal aber auch nicht. Oh, oh. Aufschneiden wird anders. So, okay, dann machen wir mal. Ich bin total. Ich muss halt ein bisschen leiser reden jetzt, weil ich bin hier im Hotel halt immer gedacht. Das Mikrofon ist auch voll neben meinem Kopf. Also das ist genau von meinem Kopf auch im Mund jetzt so. Dass ich da nicht mehr zerstöre. Sehr schön. Okay, dann werde ich jetzt mal aufhören. Ich kann es halt zum Beispiel auch nachmittags machen. Abends mache ich es wieder nicht, wenn ich so 22 Uhr nach Hause komme. Oder was? Ich wohne direkt unter der Küche. Sehr schön. Checkdown oder Bauern. Reparieren. Da ist es dann doof, wenn ich es dann abends aufnehme, das hört man vielleicht. Aber ich denke, das ist vielleicht kein Problem, wenn ich da ein bisschen rede. Wenn mir da jetzt wieder verklappt oder so. So. Na gut, da haben wir erstmal ein bisschen... Einholen und aufgehen! Nee, erstmal fahre ich hier raus. Ja, öffnet die Hauptsegel! Go, 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 go! Und sie nieder, raus aus dem Wind! Na komm schon rum. Und ich bin echt gespannt. Also ich muss sagen, jetzt wo ich endlich wieder diesen Punkt erreicht habe, wo ich selber nicht mehr weiß, was passiert, ich bin echt gespannt, was hier noch passieren wird. Krass. Ja, mit 2000, aber das werde ich dann ändern. Weil ich habe noch eine ganze Ecke Rum und Zucker an mir Lager liegen. Das weiß ich. Ich habe nämlich, bevor ich aufgenommen habe, noch, also bevor ich angefangen habe, die Aufnahme zu starten, hatte ich noch ein paar Schiffe platt gemacht mit Rum und Zucker. Da hatte ich mich erst mit der ganzen 5er-Horde von Schiffen eingelegt. So, ich habe hier noch ein bisschen Pelz. Das lasst erstmal da, weil wir können daraus ja noch craften. Fracht verkaufen. Zucker haben wir... Oh, das ist nicht viel. Ich lasse mal. Rum ist... Das könnte okay. Bei Stoff bin ich mir gar nicht sicher, ob ich vielleicht... Bei Stoff, ob ich da... Ich kann nicht checken, Upgrade, sondern Aussehen. Stoff ist einfach das Aussehen da. Scharlachsegel. Naja, Segel mit roten Streifen, naja. Das waren sie schon, gell? Mehr Segel gibt's ja gar nicht. Ist was, der Kampfschirm ist vorbei, dann? So. Genau, komm, weil... Ich habe es irgendwie ein bisschen gerade verwirrt, oder? Wir haben jetzt hier unten. Oh, Rautensegel. Achso, Rautensegel hatte ich schon, okay. Rautensegel, Ledersegel, Scharlachsegel. Holen wir das mal aus. Schwarz-rote Segel. Achso, da brauche ich die Community. Blumensegel. Lol, Blumensegel. Plan fürs Blumensegel. Graue Segel, vergoldete Segel, Elite Segel. Naja, die sehen alle scheiße aus. Ich probiere mal jetzt das Segel und dann verkaufen wir den Rest Stoff einfach mal. Fracht verkaufen. Stoff. Glück. Bestätigen. Ja, ich weiß. Warnung ist, ich brauch's ja gerade nicht mehr. So, dann kaufen wir jetzt mal noch Jackdaw Upgrades. Was kann man denn da kaufen? Wir können schwere Kugeln verbessern, das mache ich gleich mal, weil die nehmen wir sowieso am meisten. Kosten nur Gold.